Core 700, ein kleines Abschlussvideo nach circa 60 Flügen, die ich gemacht habe, plus minus 10, ich habe da keine Strichliste gemacht, kann ich Folgendes sagen: Es macht Spaß, den Helikopter zu fliegen, und er läuft mechanisch auch richtig sauber. Nach 30 Flügen ungefähr habe ich das Alugehäuse hier, wo die ganzen Zahnräder drin laufen, also ich habe nochmal geöffnet komplett und habe dort mal reingeschaut, wie stark denn der Abrieb war von dem Hauptzahnrad. Wer die anderen Videos von mir verfolgt hat, der weiß, es lief ja recht rau am Anfang. Und in den Ecken hat sich natürlich schwarzer Staub gesammelt von dem Hauptzahnrad. Das Stahlzahnrad hat da überhaupt nicht drunter gelitten. Das hat es einfach abgerubbelt von dem Hauptzahnrad, die störenden Stellen. Und seit dem 20., 30. Flug ist alles prima. Es ist auch nichts zu hören. Es läuft alles ganz, ganz flüssig. Das Hauptzahnrad wird auch nicht mehr heiß. Es ist ja bei den ersten 20 Flügen richtig heiß, warm. Nee, heiß. Es war schon heiß. Richtig heiß geworden. Und es ist jetzt eiskalt. Das sagt mir auch, dass es frei läuft und da jetzt alles völlig in Ordnung ist. So, das war das eine. Schrauben haben sich nicht gelöst nach jedem. Naja, jedes Mal, wenn ich abends nach Hause komme nach einem Flugtag, schaue ich mir die Schrauben an. Sie sind zwar alle mit blauem Loctite gesichert, aber das heißt ja nichts. Ich habe auch schon Schrauben rausfallen sehen, die mit Loctite gesichert waren. Es hat sich hier nichts gelöst. Er hat auch kaum Vibrationen. Es ist ja alles gewuchtet an meinen Helikoptern. Die einzigen Schrauben, die sich gelöst haben, waren in dem Canopy hier in der Haube. Und zwar die vorderen, wie habe ich sie, Magnethaubenhalterschrauben. Die sind von innen verschraubt hier, und da habe ich noch keinen Loctite dran gemacht und die sind mir fast rausgefallen. Die habe ich jetzt mit Loctite gesichert. Mein Fehler, ist jetzt auch wieder alles völlig in Ordnung. Dann hatte ich auch nach dem letzten Video, was ich gemacht habe, wo ich da eingeschlafen bin im Stuhl, gleich kurz danach, plötzlich und unerwartet, war ein Klackern hinten am Heck. Und zwar jedes Mal nach einer Umdrehung von dem Heckrotor, klack, klack, klack. Hey, was ist denn das für ein Scheiß? Was soll denn das jetzt? Das waren so die Sachen, die mich da ein bisschen genervt haben an dem Helikopter hier. Geguckt und gemacht, zu keinem Ergebnis gekommen. Meine Idee war natürlich, das Heck auseinanderzubauen. Dann ist hier eine Befestigungsschraube, die wollte ich lösen, habe sie um 90 Grad gedreht und habe aus einem dummen Zufall nochmal die Mechanik gedreht. Und da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Und das lag aber weg. Ich kann mir das bis heute nicht erklären, wieso. Heilende Hände habe ich nicht, dann wird es nicht liegen. Keine Ahnung, die Schraube um 90 Grad einfach gedreht, die hat sie auch nicht gelöst oder irgendwie so. Die Mutter unten hat sich mitgedreht um 90 Grad und das Klackern war weg und ich war wieder glücklich, ist auch nie wieder aufgetaucht. Ja, manchmal ist komisch, aber dann sollte man es auch so lassen. Eigentlich will ich ja immer wissen, warum, wieso, weshalb, aber in diesem Fall habe ich mir gesagt, lass es einfach so, wie es jetzt ist. Ja, gut. Die Vor- und Nachteile von diesem Heli habe ich ja in den anderen Videos bereits erwähnt. Das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Das, was ich für euch noch habe zum Abschluss, ich habe noch ein kleines Flugvideo gemacht. Und da könnt ihr euch den Core nochmal anschauen und auch anhören, wie er denn so klingt. Zwei verschiedene Kopfdrehzahlen fliege ich dort ganz kurz. Dabei wünsche ich euch noch viel Spaß und allen Helikopterpiloten, die einen Core besitzen, sage ich Glückwunsch, viel Spaß noch mit dem Heli und euch anderen, mit den anderen Helikoptern wünsche ich euch auch viel Spaß. Goblin, Align und wie diese wunderschönen Helikopter alle heißen, sind alle toll. Wenn man da so ein bisschen dran rumschraubt, dann sind das alles wunderschöne Helikopter. Das zum Abschluss und jetzt nochmal viel Spaß mit dem ganz kleinen Flugvideo von dem Core 700. Ciao.